Okay, YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir haben eine Restzeit von 88 Stunden. Wir haben aber nur noch eine Fahrzeit von 55 Stunden. Ich habe jetzt einfach mal zurückgesetzt und gesagt, komm, sag mir die kürzeste Route. 55 Stunden heißt jetzt theoretisch mindestens fünfmal schlafen. Fünfmal schlafen heißt mindestens 9 Stunden nach hinten verzögert raus. So, warte mal, wir fahren mal los. Okay, wir fahren los. 5 Stunden nach hinten raus verzögert wäre jetzt nicht Mittwoch 1 Uhr an. Mittwoch 1 Uhr? Hatten wir das nicht gerade eben erst? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Wir hatten doch gerade eben Mittwoch 1 Uhr Ankunft. Blicke ich jetzt gar nichts mehr? Ach so, weil ich die Route zurückgesetzt habe. Deswegen haben wir Mittwoch 1 Uhr Ankunft. Okay, theoretisch dreimal schlafen wäre. Dreimal schlafen, wir müssten Donnerstag ankommen. Das heißt, theoretisch, wenn wir jetzt durchknallen, wir kriegen 1 Stunde gut gefahren. Pro, ne? Wir müssten mindestens bei 55 Stunden, ja, sagen wir, okay, wir kriegen auf der ganzen Route 5 Stunden, wir müssen mindestens 5-mal schlafen. 5-mal 9 Stunden, da sind wir schon längst über die Zeit hinaus. Das heißt, wir haben uns komplett verschätzt. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Ich weiß zum Teufel nicht, was wir gemacht haben. Wir haben uns komplett überschätzt. 88 Stunden Restzeit haben wir. Wir haben noch 55 Stunden Fahrzeit vor uns. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Und das mache ich echt ungerne. Das mache ich wirklich ungerne. Aber ich will jetzt nicht ein komplett. Ich will aber auch Content für YouTube liefern. Wir gehen jetzt hier rauf und wir machen den Müdigkeitssimulator aus. Für diese Runde jetzt. Wir werden jetzt hier nicht querfeldein über jedes einzelne Dorf fahren, das auf keinen Fall. Aber wir müssen jetzt Gas geben. Und das ist das Problem. Wir müssen jetzt durchknallen und richtig Speed geben. Also wir müssen jetzt, also ohne Scheiß, wir müssen jetzt, wie gesagt, wir haben noch 55 Stunden Fahrzeit jetzt vor uns. Also einmal, zweite Mal, dritte Mal, vierte Mal schlafen, wenn es gut kommt. Ich schätze mit 5-mal schlafen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich wirklich knallen, knallen, knallen. Mindestens. Wir haben uns da komplett überschätzt. Das heißt jetzt, ja, dass wir jetzt durchfahren werden. Biege nach Kürzester rechts ab. Weg und Feuer. Keine Pause. Feuer frei. Mittwoch 1 Uhr Ankunft aktuell. Achso, wir haben ja den Müdigkeitssimulator ausgemacht, genau. Deswegen können wir jetzt über ein paar Dörfer fahren. So wie wir es vorher hatten. Wir wollten über Luga fahren. Wir wollten über Pskov fahren. Wollten wir die ganzen Dörfer mitnehmen? Ich glaube ja. Und wir wollten auch hier rüber fahren. Okay. Jakobstadt wollten wir nicht mitnehmen. Die hier wollten wir, glaube ich, so mitnehmen irgendwie. Wollten wir Pskov irgendwie noch mitnehmen? Warte mal. Genau, Pskov. Das, 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 genau. Dann fahren wir hier durch, dann sind wir hier durchgefahren. Hat man dann noch hier? Ne, wir sind dann direkt nach Lück. Bam, 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 bam. Hier alle Dörfer durch. Und dann heißt es jetzt durchknallen. Wir hatten theoretisch noch Bern drin, aber wir haben jetzt 60 Stunden Fahrzeit. Wir müssen jetzt knallen. Und wenn es gut kommt, können wir vielleicht noch über. Ich mache jetzt schon mal über Madrid. Ich mache das jetzt schon mal, aber. Ja, 61 Stunden. Wir müssen Fahrt knallen. vorsichtig. Also das heißt jetzt auch möglichst nicht blitzen lassen, ja, aber
jetzt erstmal hier richtig Speed geben. 6.13 Uhr Mittwoch Ankunft. Und wir haben jetzt die Müdigkeitssimulator ausgemacht. Mittwoch 6.10 Uhr, ne? Mittwoch 6.10 Uhr. Donnerstag 5 Uhr. Also wir könnten theoretisch sogar ein paar Mal schlafen, damit es halbwegs realistisch wird, ja. Immer geradeaus. Wir könnten auch noch irgendwo 10 Stunden rausfahren. Aber ich versuche jetzt erstmal, ja, so viel Zeit wie möglich reinzuholen. Unser Ziel ist Mittwoch 0 Uhr Ankunft. Also wir wollen jetzt 6 Stunden rausfahren. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz legal. Aber ich habe mich irgendwie komplett verschätzt. Wahrscheinlich hätte ich doch irgendwie über Fähre und über Schweden und hast du nicht gesehen fahren müssen. Aber ja, habe ich halt nicht daran gedacht. Ich wollte halt irgendwie... Okay, ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Normalerweise würde ich jetzt richtig Strafe kassieren. Also die Fracht, da würde ich mehr Minus machen als Plus. Nach rechts ab. Oh, erst auf Leute, Luca. Okay, wir können direkt abdrehen. Wir können direkt abdrehen. Fertig zum Losfahren. Juhu. Siehst du, und schon haben wir 10 Minuten gut gemacht. Ja, ich weiß, ihr werdet jetzt rummeckern. Ihr könnt auch gerne abschalten, deswegen könnt ihr mich auch gerne deabonnieren, deswegen. Aber ich kein Problem mit. Oh Gott. Bitte links halten. So. Let's go, rein der Hase. Wir wollen natürlich nicht übertreiben mit der Geschwindigkeit hier. Auch schön ausrollen lassen. Wir fahren fast doppelt so schnell wie überhaupt erlaubt. Wir haben jetzt noch 4000 Kilometer auf der Uhr. Ja, wir haben uns komplett verschätzt. Das war nicht schön. Aber ich habe auch überhaupt nicht drauf geguckt. Ne? So, aber ich habe doch alles berechnet. Also irgendwie habe ich mich, also wahrscheinlich habe ich mich überschätzt. Ich habe ja immer gesagt, ja, die Fahrt kriegen wir noch eingeholt. Ab Polen gehen wir ja vorher so, nach dem Motto, ne? Immer geradeaus. So, jetzt haben wir schon mal fast eine Dreiviertelstunde rausgefahren. Aber auch nur, weil wir gerade 120, 130 gefahren sind, ne? Sonst wäre das wahrscheinlich nicht möglich. Wie gesagt, Mittwoch, 0 Uhr Ankunftszeit ist unser Ziel. Das ist jetzt eigentlich 3 Tage durchfahren. Stell dir mal vor, du wirst dann vom BRG erwischt. 3 Tage durchfahren. Also gut, jetzt nur noch zu Montag, zu Dienstag. Ja, 2,5 Tage eigentlich durchfahren, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. Das ist schon nicht ohne. Man könnte jetzt auch sagen, ja, ich will über das und über das fahren. Achso, wir hatten, glaube ich, noch Bern drin. Oh Gott, Entschuldigung. Wir hatten, glaube ich, noch Bern drin, ne? Daran kann ich mich noch erinnern. Das weiß ich noch. Bern hatten wir drin. Mehr hatten wir, glaube ich, nicht drin. Und wenn wir über Saragossa fahren, dann können wir auch über Saragossa fahren. Kurzes, ne, einmal kurz ins Dorf hinein und wieder raus. So, Madrid, ne? Und dann Ciudad Real. Oder Ciudad Real. Aber Bern hatten wir auf jeden Fall noch drin.
Ich glaube, wir wollten Forst machen in der letzten Folge, haben wir aber nicht gemacht. Ja, und hier fahren wir über die ganzen Dörfer. Und irgendwann kommen wir auch noch hier runter. Und hier gibt es bestimmt auch richtig geile Straßen, das kann ich mir vorstellen. Weil hier, die Straßen sind ja noch völlig in Ordnung. Wir sind gerade noch in Russland. Auf geht's. Okay, wie war das mit Mittwoch 0 Uhr? Wir haben gerade 3,5 Stunden mehr auf der Uhr. Ups. Wie haben wir das geschafft? Habe ich gerade noch gesagt, 4000 Kilometer? Ja, da sind jetzt 153 mehr. Ups. Wie haben wir das nur geschafft? Warte mal, ich schaue mal ganz kurz. Bitte frag mich nicht, warum eine Küchenrolle hier am PC liegt. Ja, wenigstens hier sind 70 außerorts erlaubt. Besser als in Deutschland hier mit 60. Das ist auch das einzige Land in Deutschland, ne? Das einzige Land in Europa. Was macht die da vorne? Achso, da ist eine rote Ampel. Oh Gott, oh Gott. Packt denn hier eine Ampel hin? Digga, ich hab gebremst wie ein Irrer gerade. Sag mal, was macht ihr denn da vorne? Der fährt rückwärts! Deswegen! Der ist rückwärts gefahren! Ich hab gerade gebremst und wundere mich, warum ich ihm doch raufahre. Der ist einfach rückwärts gefahren! Was? Digga, du kleines Arschloch, Alter! Demnächst rechts abbiegen. Hier oder da? Oder wie? Achso, hier ist nur ein Parkplatz, okay. Junge, du machst mich fertig. Biege nach rechts ab. Ich bin dabei. Mittwoch 9 Uhr. Wir müssen jetzt an 9 Stunden rausfahren. Oder das ist zumindest mein Ziel. Demnächst rechts abbiegen. Ja, das ist gar kein Realismus. Ja, wie gesagt, ist es besser, als wenn ich jetzt die Fahrt abbrechen muss, von vorne starten muss. Ne? Natürlich wäre das purer Realismus, ja. Aber dann kommen wir nie vorwärts hier, ne? Ich habe mich jetzt mal vertan. Okay, das ist mir jetzt das erste Mal innerhalb von 50 Folgen oder so passiert. Meine Güte, dir sind bestimmt auch schon mal Fehler passiert. Und ehrlicherweise, ich weiß überhaupt nicht, ich habe eigentlich alles richtig berechnet, aber irgendwie sind wir dann trotzdem. Wahrscheinlich, weil wir immer mehr und immer mehr. Ich glaube, wir haben ja dreimal oder so die Route geändert und dann sind wir. Ja, naja. Oh, schöne Landschaft hier, wirklich. Schöne Landschaft. Gott, ich kann aus der Kameraperspektive kaum lenken.
Biege nach links ab. Willkommen in was auch immer das für ein Ort ist. Piskopf. Pskopf. Piskopf. Keine Ahnung, wie das heißt. Was denn? Erst sind 70, dann sind 60, jetzt sind wieder jetzt sind 60. Oh. Das ist typisch Russland, ne? Die brauchen immer Geld. Biege nach rechts ab. Ich muss einen auf Deutsch machen hier, tut mir leid. Die größte Karre hier, die größte Protzkarre, ja. Bin überrascht, dass das, dass der, wie heißt der KBA? Wo auch Putin drin war, hier. Der Geheimdienst da in Russland, der eine da. Und dann rechts abbiegen. Ist ja KBA wahrscheinlich. Biege nach rechts ab. Oh, Kurve. Ja. Ich sollte kurz vor der russischen Grenze nochmal tanken, ne? Das wäre, glaube ich, hier von Vorteil. Weil hier ist Sprit richtig, richtig billig. Ist richtig, richtig gut. Das war doch ein alter MAN. Das war doch ein Bus gerade. Das war doch ein alter MAN-Bus, oder? Wie war das noch mit der kurz vor der russischen Grenze tanken? Sind wir schon an der... Ich bin so ein Stupid, ne? Ja, kurz vor der russischen muss man noch mal tanken. Ich bin ein Idiot. Naja, gut. Was soll's? Demnächst rechts abbiegen. Acht km/h, willst du mich verarschen oder was? Hallo, hallo, guten Tag. Hallo, hallo, hallo. So, hier rechts, ja? Hier rechts, okay, hier rechts. So, dann hier lang, okay. Hier lang. Demnächst rechts abbiegen. Hey, hey, Kurva, was machst du? Da holt er aus wie James Bond, ey. Biege nach rechts ab. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, 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 hallo. Ich muss mal ganz kurz hier durch. Ich muss auf meinen Anhänger ein bisschen aufpassen. Weil der hat ja schon wieder 3% Schaden. So, wir kommen in Estland.
schön mit 80 in die Kontrollstelle rein. Jawohl. So, ich hoffe, hier sind wenigstens 90 irgendwo. Oh, Kuba, was machst du da? Jawohl, nice. Immer geradeaus. Wir fahren immer geradeaus. So, und das war's in Estland. Ab nach Lettland. Lettland, ja, sag ich. Ich habe gerade überlegt. Estland, Lettland, Litauen. Estland, wie hieß er? Oder Estland, Litauen, Lettland. Nee, das war nie. Das war, und dann war ich wieder bei Lettland und dann war ich mir auch ziemlich sicher. So. Biege nach links ab. Ja, Madame, ich bin ja gerade dabei. Ich hab's verpasst. Neu berechnen. Kumpa, kannst du mal kurz Platz machen? Wie soll ich denn jetzt da reinkommen? Warte mal, ich soll da drehen? Nee. Kannst du mal Platz machen da hinten bitte? Hier, warte, ich mache Warnblinker an und ich bin im Rückwärtsgang. Ja, wie soll ich denn jetzt da rumkommen hier? Wie einfach stellt ihr euch das vor jetzt, aha? Guck mal, ich würde hier voll gegen Schild knallen. Ja? Alles nur euretwegen. Mittelfinger! Arschloch! Biege nach rechts ab. Ist aber eine schöne Straße hier so. Nebenan. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Warte mal, gehen wir auf die Perspektive hier. Oha, oh ja, willkommen auf. Oh, das ist eine schöne Straße. Oh, das ist eine schöne Straße. Wenn mir hier jetzt noch. Oh, wenn mir hier jetzt noch NPC-Verkehr entgegenkommen würde, das wäre geil. Das wäre geil. Ja, Mann, und keiner kann mich dafür belangen, dass ich hier zu schnell fahre. Außer ich selbst, wenn ich hier irgendwie einen Unfall baue. Alter, ey, das ist eine richtig geile Straße. Hört ihr das Lenkrad? Demnächst links abbiegen. Hört ihr das? Ey, es ist absolut geil. Richtig geil. Feier ich. Ich will nur noch solche Straßen. Hast du gehört, mein Schatz? Ich habe gerade richtig schön Vibrato angemacht. Du brauchst kein Bestellen mehr über Amazon. Wir fahren einfach nur noch über diese Straße und dann bist du geil genug. Die will ja nicht mehr mit mir Geschlechtsverkehr haben. Die ist einfach... Naja, die ist halt... Ich bin halt irgendwann auch meine... Also, ich bin auch irgendwann ausgelaugt. Ja? Also, auch leer. Also, da ist dann... Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Da ist dann irgendwann kein Druck mehr drauf. Ich könnte ja sagen, da ist die Luft raus, aber da unten ist keine Luft. Nimm diese Ausfahrt.
biege nach rechts ab. Wie war das noch mit, wir wollen Mittwoch 9 Uhr rausholen? Mhm. Wir sind bei 9.10 Uhr. Einfach rüber. Wir sind hier nicht in der Fahrschule. Demnächst links abbiegen. Eigentlich hätte ich in dem Wald ein schönes YouTube-Thumbnail machen können, ne? Biege nach links ab. Erster Aufenthalt in Balvi. Wahrscheinlich wird es komplett anders ausgesprochen. Das ist falsch. Das ist Balvi ausgesprochen. Oder Bolvo. Was Französisches. Bolvo. Immer geradeaus. So, und da vorne müssen wir dann die nächste Kreuzung rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir so langsam 9 Uhr mal rausgefahren kriegen hier. Das kann doch nicht wahr sein hier. Also die Ankunftszeit. Ich rede immer von der Ankunftszeit. Und die ist immer 9 Uhr. Also bisher. Die hat sich noch nicht geändert. Die war mal bei 9 Uhr, die war mal bei 8 Uhr 50 oder so. Und jetzt ist es auf 9 Uhr 10. Ich trinke mal ganz kurz was. Immer geradeaus. Ey, ich hab so viel Schluck auf gerade, das ist unnormal. Demnächst links abbiegen. Jo, kriegen wir hin. Wir sind hier mitten in der Nacht. Biege nach links ab. Oh. Ich wollte gerade sagen, als ob mir da jemand entgegenkommt. Haha, aber da kam mir genau jemand entgegen. Rechts ist frei. Links auch. Oh, rechts ist nicht frei. Das sah gerade so aus. Du bist einfach zu fett geworden. Oh, danke schön. Ich werde geschlagen von meiner Frau. Hilfe, Hilfe. Hilfe! Oh Gott! Fahren wir jetzt erstmal nur geradeaus? Ja, wir biegen einmal ab, zweimal ab. Ich hoffe, wir nehmen Retzekne mit, oder wie das heißt. Immer geradeaus. Dieses Side-Panel, das ist so geil. Du hast so viele Knöpfe.
Und langsam habe ich mich auch echt dran gewöhnt, welcher Knopf wofür ist. Das hier ist Rundumleuchte. Das hier ist Fernlichtschalter. Das hier ist Licht. Das hier ist die Liftachse auf- und abzusenken. Das sind die verschiedenen Modi hier. Ne? Das ist der Schadensbericht. Was habe ich noch für Knöpfe? Das ist das Fenster links und rechts hier. Das sieht man vielleicht ganz bisschen leicht. Das ist, um da unten das rumzuschalten hier. Das ist die Rücktaste. Hier habe ich noch Retarder. Am Kreisverkehr, der irgendwie nicht so ganz seinen Job tut. Nimm diese Ausfahrt. Wir haben den Ort nicht mitgenommen, ne? Nö. Super. Finde ich ganz klasse. Am Kreisverkehr. Irgendwann fahren wir da sicherlich nochmal vorbei. Nimm diese Ausfahrt. Ein automatischer Fernlichtblender. Also sobald Gegenverkehr entgegenkommt, ne, macht das sofort aus. Das wäre auch nice. Ich weiß, ich hasse die Dinger selber. Weil wenn du auf der Autobahn bist, dann erkennen die Leitplanken nicht, links nicht. Und du blendest die LKWs, weil die LKWs halt höher sitzen. Das geht mir schon im Bus auf den Sack. Im PKW sitzt ja ganz unten, ganz tief, so, wisst ihr? Und im LKW sitzt halt ganz oben, im Bus so mittig, zwischen PKW-Höhe und LKW-Höhe vom Sitz her. Und es geht mir schon im Bus auf den Sack, ja, also... Da kannst du Lichthupe mal das interessiert die nicht, ja, also Hauptsache, die sehen was, aber dass die andere blenden damit, das ist ein bisschen. Ich überhole, ohne einen Unfall zu bauen. Also, teach me better. Immer geradeaus. Ist der Knopf noch gleich? Okay, hat keine Funktion. Ah, das war Differential. Ah ja, okay. Okay, das war besseres Anfahren so gesehen. Aber wir haben ja genug Power. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, wir haben schon mal 8 Uhr vorher, wir haben schon mal 10 Minuten rausgeholt. Yeah! Dann nachher auf der Autobahn vergeht alles ganz, ganz schnell. Weshalb haben wir da einen Marker gesetzt? Der ist ja ganz komisch positioniert. Wollten wir da tanken fahren oder was? Also eigentlich habe ich den erstens hier hingesetzt. Oder hier hinten hin, weil wir in den Ort rein wollen. Müssen, hätten, Fahrradkette. Immer geradeaus.
Okay, alles klar. Wir brauchen da nicht mehr weiter reinfahren. Entschuldigung, ich habe einen Schluck auf gerade. Ist das schlimm? Lass uns loslegen. Guck mal, ich kann den Schalter, das seht ihr gar nicht, den Schalter kann ich trotzdem bewegen mit Lichthupe. Oh Gott, mit Lichthupe. Ne, aber das Fernlicht geht nicht aus. Wenn ich den Schalter so, dann kann ich Lichthupe machen. Komisch, dass ich den Schalter trotzdem... Warte mal, wie können wir verlangsamen hier? Da. Ich kann den Schalter links trotzdem bewegen. Ganz kurios. Biege nach rechts ab. Wir biegen nach rechts ab. Ich bin der Geist des Steuers. Er dreht durch, es ist soweit. Fanto dreht durch. Biege nach links ab. Sind gefühlt nur am Abbiegen die ganze Zeit, ne? Wir kommen nicht mal wirklich dazu, endlich mal Gas zu geben hier. Ja gut, wir haben jetzt 15 Minuten rausgeholt. Wow. 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 Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh weia. Das wird jetzt ein bisschen dauern wahrscheinlich. Nein, jetzt ist mir die Kiste auch noch abgeschmiert. Nein! Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Rechts halten. Und dann rechts ab. Das liegt übrigens daran, dass ich gerade den linken Fuß ein bisschen hochgelegt habe und die ganze Zeit alles mit dem rechten Fuß versuche. Schaff das mal, ne? Kupplung, Bremse, Gas, alles parallel und das ohne einen Unfall zu bauen. Deswegen bin ich gerade langsam von der Kupplung. Hat nichts gebracht. Kupplung, 12er, zack, wieder aufs Gas. Das geht mit dem linken Fuß noch beschissener. Ich sag's euch so, wie es ist. Versucht gar nicht erst... Oh, schön. Och, das blaue Licht oben. Geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das mit dem blauen Licht gerade an der Brücke. Das sind unten die Heller-Lampen. Oder die Hela, keine Ahnung, wie die heißen. Geil wäre es noch, wenn man bei den Hupen verschiedene Sounds haben könnte. Also keine Ahnung, auf einmal das Pirates of the Caribbean Meme oder Meme, sag ich schon. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Das ist, ne? Ihr wisst schon. Immer geradeaus. So als Hupe so. Wisst ihr? So ungefähr. Blende die ja vor mir. Das wollen wir ja nicht.
Wir müssten jetzt übrigens schon fast wieder die nächste Pause einlegen, ja? Also nur als Information. Biege nach rechts ab. Zack, Gaspedal. Ja, zack, runter, Puplum, zack, im 12. Gaspedal. Und das halt bloß noch schneller. Das mache ich alles mit dem rechten Fuß gerade, weil ich den linken auch. Da kommt Litauen. Das muss ich wirklich überlegen. Warte mal, wir sind gerade in Lettland. Sind wir immer noch in Lettland oder haben wir schon ein anderes Land? Okay, da vorne kommt die litauische Flagge. Also kann das nur Litauen sein. Okay, dann kommen wir gerade. Okay, dann sind wir in Litauen, sag ich ja. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe in Geografie eine 1 versucht, mich zu überbieten. Note 0 gibt's nicht. Meine Geografie-Lehrerin war schon. Die war schon top in dem, was sie getan hat. Die hatte auch politische Bildung gemacht, die hat auch Geschichte gemacht. Das waren zumindest die Fächer, die ich bei ihr hatte. Geografie, politische Bildung und Geschichte. Geschichte hatte ich theoretisch auch noch bei meinem Direktor. Erster Aufenthalt in Utena. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Deutsch hatte ich. Mit einer Deutschlehrerin, hahaha. Die hatte aber auch Englisch. Mathe hatte ich, also die Mathelehrerin, die ich hatte, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber die Mathelehrerin hatte auch Chemie, glaube ich, noch. Das heißt Chemie. Nein, das heißt Chemie. Biege nach Chemie. Rechts ab. Nicht irgendwie Chemie oder so. Red Deutsch, Alter. Also wie Leute, sind genau die gleichen Idioten, China sagen. Das heißt China. Biege nach links. Auch nicht China, ja. Sondern China. Ganz entspannt. Oh, Entschuldigung. Fuck my ass. Entschuldigung. Bezahle ich dir, alles gut. Ich habe nicht nach links und rechts geschaut. Tue ich gefühlt schon die ganze Zeit nicht, ne? Solange die Fracht nicht beschädigt ist, alles gut. Demnächst hallo. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich versuche immer so auf gut Glück. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, Mathe hatte Chemielehrerin. Die Physiklehrerin, die ich hatte, die konnte, glaube ich, auch Mathe. Ja, die war auch Mathelehrerin. Meine Biologielehrerin, die konnte, glaube ich, nichts anderes. Was? Die Englischlehrerin, die von uns, die konnte, glaube ich, auch nichts anderes. Nehmen. Also ja, also ich gehe jetzt gerade verschiedenste Lehrer durch. Frag mich jetzt nicht, welche Noten ich in Chemie. Könnte es eine 3 gewesen sein? Warum habe ich nur jemals das Periodensystem gelernt? In Biologie könnte ich eine 4 gehabt haben, da war ich immer scheiße. In Physik hatte ich, glaube ich, eine 3 oder auch eine 4, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mathe hatte ich, glaube ich, eine 2 oder eine 3. Biege nach links ab. Gott, was hatte ich noch für Fächer? Deutsch? Gott, 2 oder 3? Keine Ahnung. Ich glaube, die habe ich mir aber auch irgendwie erschleimt oder so. Keine Ahnung, wie ich das genau. Keine Ahnung. Die Deutschlehrerin mochte mich anscheinend. Keine Ahnung. Ich habe von ihr übrigens die Telefonnummer irgendwann noch ergattert. da waren wir irgendwie in. Wie nennt sich denn das? Luft- und Dingsfahrtsmuseum oder wie das in Berlin heißt. Und da war ich dann in der Berufsschule oder was.
Und dann ging ich so auf den. Die waren da so an der Eisdiele oder was das war. Na, geht der Regensensor jetzt an? Rechts halten. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Der Regensensor will gerade nicht. Immer geradeaus. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Jetzt regnet es mal seit über 3 Wochen mal wieder. Und jetzt funktioniert der Regensensor nicht. Was soll denn die Scheiße jetzt da? Regensensor. Okay, ich habe nur eine Stufe hochgestellt. Keine Ahnung, was zum Teufel passiert ist. Den konnte ich hiermit ausschalten, ne? Ja, okay, nice. Immer geradeaus. Oh Gott, was hatte ich noch für Fächer? Geschichte dürfte ich... 35! Oh, ey. Ich sag ja, die im Osten zocken dich echt ab. Das ist unglaublich. Geschichte hatte ich, glaube ich, eine 2 oder eine 3. Das ist so bescheuert gewesen in Geschichte. Oh, schöner Blitz. Links halten und dann links abbiegen. Du hattest irgendwie gefühlt die ganze 8. Klasse oder so, hattest du ich glaube in der 7. Klasse hattest du den Ersten Weltkrieg. In der 8. Klasse hattest du den Dankeschön. In der 8. Klasse hattest du dann den Zweiten Weltkrieg. In der 9. Klasse dann die DDR, oder hast du nicht gesehen, ne? Oder andersrum, in der 10. hattest du dann DDR und BDR wollte ich gerade sagen. DDR und BRD, also Bundesrepublik Deutschland und die Deutsch-Demokratische Republik, was ja eigentlich eine Diktatur war, aber das ist ein anderes Thema. Es war eine Einparteien-Diktatur. Die SED, entweder du hast die SED gewählt oder du kamst in den Knast. Das ist eine Diktatur. Boah, das mit den Regeneffekten ist aber auch gerade ein bisschen schön. Boah, mit schönem Gewitter hier. Wow, gefällt mir. In Geografie hatte ich, wie gesagt, eine 1. War, glaube ich, das einzige Fach, wo ich jemals eine 1 hatte. Politische Bildung. Weiß ich nicht. Könnte eine 2. Ich glaube aber, es war eine 3. Deutsch, Englisch. Englisch stand ich immer 4 bis 5. Ich hatte so oft auf dem Halbjahreszeugnis eine 5 stehen und auf dem Endjahreszeugnis stand dann eine 4 drauf. Frag mich nicht. Musik hatte ich... Also es ist übrigens für YouTube, ist gerade keiner im Chat, der mich das irgendwie fragt. Nicht, dass ihr denkt, der Chat ist... Ich diskutiere einfach nur gerade, damit ihr wenigstens unterhalten werdet. In Musik... Hatte ich auch mal auf dem Halbjahres... Warte mal, in meiner ersten... Oh Gott, da hat es gerade gelaggt. In meiner ersten 10. Klasse hatte ich... Dann auswärts rechts. 5 in Musik, glaube ich. Du hast kein Licht an übrigens, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Und in meiner 2. 10. Klasse im ersten Halbjahr stand ich dann 1. In Musik, im ersten Halbjahr. Im 2. Halbjahr stand ich dann, glaube ich, 2 oder 3. Musik ist auch so ein unnötiges Fach. Entschuldigung, wenn du so sagst. Es ist so unnötig. Der Regensensor tut schon seinen Job. Ich bin überrascht. Ich bin positiv. Ja, was hatten wir noch? Jetzt frag mich nicht nach Sachkunde, das ist für mich so eine Mischung aus politischer Bildung und hast du nicht gesehen? Was gab's noch für Fächer? Mehr fallen mir, ich gehe gerade meine alte Schule durch. IT bzw. Informatik. Ich glaube 4. Immer gerade. Da war ich auch nicht gerade. Noch leck, ich bin. Oh, leck. Wir werden pleite hier gehen. Ich sag's dir, der Osten braucht Geld hier. Das ist mir in Spanien und Frankreich gefühlt gar nicht passiert. Das passiert mir hier, egal. Nicht drüber aufregen. Was hatte ich gerade gesagt? Also Informatik hatte ich eine 4. Da war der Deutschraum. Das war einer der Deutschräume. Der Nebenraum dazu war politisch, also das war dann politische Bildung, Geschichte und der Raum mit meiner, ich will nicht sagen Lieblingslehrerin, aber
Ich habe mich mit der einfach, ich will nicht sagen gut verstanden, das auf keinen Fall, aber weil das kommt dann sehr rüber, ne? Wisst ihr schon? Ja, ansonsten überlege ich gerade. Links halten und dann links abbiegen. Was gab es noch für Fächer? Da war ein Geschichtsraum. Da war ein Musikraum. Biege nach links ab. Boah, wie schnell das jetzt hier hell geworden ist. Was ist denn los? Immer so hell. Dann hatten wir theoretisch noch diese komischen, wie nannten die sich die Fächer? Wahlfach, Wahlpflichtfach, irgendwas, 1, also W1 nannten wir das immer. Da hatte ich, ich glaube in der 7. Klasse hatte ich Bio. Da dürfte ich auch 4 gestanden haben, wenn nicht sogar 5, keine Ahnung. In der 8. Klasse hatte ich, glaube ich, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, entweder hatte ich in der 8. Klasse Astronomie und Astrologie oder allgemein Sternen und Planetenkunde und ähnliches, oder es war in der 9. Klasse. Weil ich weiß, dass ich W1 auf jeden Fall auch noch in der 9. Klasse hatte. Aber ich überlege gerade, was für ein Fach ich noch hatte. Physik? Chemie? Also Bio? Dann irgendwas mit Naturwissenschaften? Nee, das ist ja Bio und so. Ich überlege gerade ernsthaft. Achso, wir fahren jetzt übrigens, glaube ich, erstmal durch, wa? Genau, wir fahren jetzt so ein... Ist schön, dass du den Ort hier nicht mitgenommen hast. Ach, egal. Egal, nicht drüber aufregen. Dann fahren wir jetzt hier runter. Auf geht's. Was hatte ich denn noch für Fächer zum Teufel? Immer geradeaus und dann links halten. Oh, das ist neu. Immer geradeaus und dann links halten. Das hatte ich jetzt auch noch nicht gehört von ihr. In Bio war es in der 7. Klasse. Ich glaube, Astronom und Astrologie in der 8. Klasse. In der 10. Klasse hatten wir, glaube ich, Chemie. Aber was war in der 9. Klasse? Physik bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das nicht war. Es könnte aber auch gewesen sein. Ach, jetzt sind wieder 70. Ey, es waren gerade wieder 90. Ey, es ist ein Hin und Her. Die kassieren hier wirklich Kohle ohne Ende, wenn du hier zu schnell fährst. Jetzt darfst du wieder 90 fahren und gleich wieder wahrscheinlich 70. Ist es überhaupt ausgeschildert hier? Ich überlege gerade zum Teufel, was wir in der 9. Klasse als W1-Fach hatten. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es nicht Physik ist, aber wie gesagt, es könnte auch Physik gewesen sein. Ich will jetzt nicht meine alten Schulhefte rausbauen. Ich glaube, die habe ich verbrannt. Mit der Scheißzeit wollte ich nicht mehr zu tun haben. Schönes Lagerfeuer gemacht. Nein, natürlich nicht. Da sind in den Plastikordnern und so Giftstoffe und so drin. Also hier, die blauen oder roten Ordner, je nachdem. Blau, Mathe, Rot, Deutsch. Und Englisch kann man auch drüber streiten. Ich habe Englisch grün gehabt. Bio war bei mir auch grün. Physik war bei mir, glaube ich, blau. Hatte ich überhaupt... Ja, ich glaube Musik hatte ich gelb und W1 hatte ich, glaube ich, gelb. Ja, ich war ein bisschen... Ne, man muss ja auch noch ein bisschen... Gab ja nicht unbegrenzt viele Farben. Heute habe ich diese Ordner immer noch in der Hand, aber dafür in einer Art von Dienstform. Da sind die grün
oh Gott, jetzt nichts Falsches sagen. Die Grünen sind Feriendienste? Oder? Nee, falsch. Gelb Wochenenddienste bzw. Feiertagsdienste? Oder SEV und ähnliches? Grün? Rot ist Schule, blau ist Ferien. Wofür stand grün? Oder war grün SEV? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Lange kein SEV mehr gefahren. Oder, also beim letzten SEV hatte ich nur ein Blatt Papier in der Hand. Da hatte ich ja keinen Ordner. Immer geradeaus. Bitte links halten. Ich überlege gerade, was wir in der 9. als W1-Fach hatten. Ich hatte ja noch Kunst. Also nicht als W1-Fach, aber Kunst stand, ich glaube. Also Kunst war immer eines der gechilltesten Fächer, weil du musstest einfach scheiße malen und hast trotzdem eine 1 bekommen gefühlt. Ich glaube, in Kunst stand ich trotzdem 3. Ich glaube, das habe ich trotzdem irgendwie hingekriegt, eine 3 zu kriegen. Wir fahren nach Polen. Schnell mal überholt. Aber nicht zu schnell fahren. Ja, Kunst stand ich, also die Kunstlehrerin war auch geil, die habe ich ab und zu, weil ich gezwungen wurde, immer auf diesen scheiß Trödelmärkten, ich mag die bis heute nicht. Trödelmärkte kann man halten, was man will, ne? Ich mag die nicht. Das ist meine Meinung dazu. Da habe ich ab und zu meine Kunstlehrerin mal gesehen. Cringe. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, ich guck mal grad, wie viel Schaden. Okay, beide 5%. Ja, moin. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Oh, jetzt sind 50. Was denn nun? Jetzt sind 80. Ja, wir sind wirklich 80. Kotzt mich langsam echt an. Ne? Jetzt gehe ich nochmal durch. Warte mal, da oben war. Ja. Theoretisch gab es noch Französisch. Wir hatten, aber ich wollte nie Französisch als Fach. Aber es war möglich, Französisch als Fach zu haben. Zum Schluss gab es, glaube ich, auch noch Latein. Und ich glaube, wir hatten sogar in meinen letzten Tagen in der Schule, kam, glaube ich, noch eine Chinesischlehrerin dazu. Oder Japanisch. Vielleicht hat es auch beides gemacht, ich weiß es nicht. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh Gott, ich habe schon wieder auf den Chat geguckt. Die Ausfahrt rechts? Ja, ich nehme die Ausfahrt rechts. Ich bin dabei. Es fängt bloß sehr an zu laggen gerade. Bitte links halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ist das eigentlich hier? Quizzi, fix noch eins. So, ich mach mal jetzt ein schönes Fenster auf hier, ne? Bitte links halten.
Wir wollen ja auch V8-Sound genießen hier. Oh Gott, was? Sind wir falsch? Ach nee, die rechte Fahrbahn wird nur gebaut, oder? Oder, ich habe keine Ahnung. Das sah gerade komplett aus, als würden wir jetzt an der Gegenspur sein. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Auf einmal kam mir ein Auto entgegen. Digga, verwirr mich doch nicht so. Gott, schon wieder so eine enge Kurve hier. Wie soll denn hier ein Schwertransport langkommen? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hat fast eine Stunde, ist fast eine Stunde niemand online. Wow. Also die letzte Nachricht von Stream Elements kam um 0.47 Uhr. Also entweder ich bin gerade offline, ohne es zu merken, obwohl der Stream eigentlich läuft. Oder ich bin einfach nur traurig. Gut, für YouTube würde ich jetzt einfach kurz hier die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ist unser Kollege denn schon unterwegs? Unser neuester. Noah. Der hat bisher eine Fracht anscheinend absolviert, sonst würde er hier nicht Fernfahrten drin haben. Der ist auf der Straße bisher 603 Kilometer zurückgelegt. Der ist einmal von St. Petersburg nach St. Petersburg und von St. Petersburg nach Lahti. Was auch immer das für ein Kaff ist. Äpfel und Lammmägen. Für 2000? Für 3000? Das ist schon nicht schlecht, ne? Das ist nicht schlecht. Der macht mehr Profit als ihr alle. Also er macht durchschnittlich Profit, Tatsache. Also so wie, also die machen beide 7 Euro, die machen 4,77 und 2,50 Euro und er macht gute Mitte, ne? Also mach weiter so, mach weiter so. Gut, 2,5, 5,0, 2,5, 5,8. Okay, die werden besser bewertet als ich. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich bin noch 5,0. Ich weiß nicht, was ich noch besser machen soll. Kann ich mich selbst entlassen? Kann ich der Firma einfach den Zufall überlassen? Ein Monster, ne? Einfach ein Monster. Nein, was ist jetzt mit der Musik passiert? Jetzt hat die Musik einfach aufgehört. Toll. Neuer Song. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich mich verabschieden. Tschüss.